Servus, grüezi, hallo, moin moin, Burkhard Kado hier. Heute bin ich in Wiesbaden und ich bin im Wohnmobilhafen in Wiesbaden und habe hier 2 Tage mein Power-Weekend mit Jürgen Höller besucht. Und bevor ich abreise, möchte ich natürlich meinen Eindruck hier vom Wohnmobilhafen in Wiesbaden an euch weitergeben. Und insofern, alle Informationen kommen gleich, bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Yeah! Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Burkhard Kado hier, heute aus Wiesbaden. Also, der Wohnmobilstellplatz in Wiesbaden. Wunderbar, es ist eine prima Aussicht, nur jetzt nicht, hinter mir Nebel. Ein Blick direkt auf die Stadt. Die Adresse des Wohnmobilstellplatzes ist die Wörtherseestraße 29 in Wiesbaden. Und wir gehen mal direkt auf das Gelände. Der Wohnmobilstellplatz in Wiesbaden ist nicht nur offen für Wohnmobile, auch die Spannfahrer sind hier herzlich willkommen. 42 Plätze gibt es hier. Gestern war hier noch alles voll. Heute ist Montag. Ein paar abgereist. Wir reisen ja auch gleich ab. Aber ja, wunderbare Lage. Ein Kiesplatz. Sehr schön. Die Versorgung, Entsorgung gucken wir uns gleich an. Aber erstmal gucken wir uns die Stromplätze an. Also 42 Stromplätze gibt es hier. Die Kilowattstunde kostet hier 50 Cent. Ja, hinter uns ist das Gebäude. Da drinnen ist sind Duschen, Toiletten und sogar ein Familienbadezimmer, also ein großes Toilettenraum, Behindertenklo oder Familienbadezimmer, ganz wie man es nutzen will. Groß, geräumig, kann man abschließen. Wunderbare Sache. Sehr freundlicher Betreiber, der auch gleich noch sicherlich einmal zu Wort kommen wird. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Versorgungsstation an. Wunderbar einfach gemacht für Wohnwagen und Wohnmobile, ganz wie ihr wollt. Ihr könnt direkt ablassen, aber ihr könnt ja auch direkt ausschütten. So wie man das kennt. Mülltrennung, selbstverständlich, alles da. Und jetzt gehen wir hier einmal zur Frischwasserversorgung. Das finde ich auch sehr schön, das habe ich auch noch nicht so häufig gesehen. Hier zahlt ihr 50 Cent für 40 bis 50 Liter oder wenn man wie Wohnwagenfahrernummer sind, wie ich im Moment mit dem Wohnwagen dabei, 10 Cent für 8 Liter. Da könnt ihr die kleinere Menge nehmen. Das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte. Alles von dem bekannten System mit den Anschlüssen, die wir alle kennen, von Holiday Cleanie. Jetzt gehen wir mal ins Gelände, ins Gebäude rein. Sehr gemütlich. Ja, das Gebäude ist 24 Stunden auf, beziehungsweise ihr bekommt eine Nummer, um die Toiletten und Duschräume anzugucken. Alles super sauber und gepflegt. Jetzt kommen wir hier in das große Familienbadezimmer oder auch Behindertenklo oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Dusche, 1 Euro, 4 bis 5 Minuten bestes warmes Wasser. Alles schick, so mag man das. Hier ein paar Beschreibungen, wie sich das gehört. Ja, wir sind im Jahre 2019 im November. Stellplatzgebühr für Wohnmobile 12 Euro, Gespanne zahlen 15 Euro. Ja, oder es gibt ja auch die Möglichkeit eines Quickstops. Wenn ihr nachts ankommt, zahlt ihr nur 8 Euro. Und wenn keiner mehr vor Ort ist, das alte klassische System. Hier kannst du doch mit deinem mit Bargeld und dem Briefumschlag wunderbar bezahlen und einfach einwerfen. Nee, schöne Geschichte, gemütlich, abends ist der Kamin an. Hier gibt es sogar Bücher zum Ausleihen. Hier kannst du, ja, dich wohlfühlen. Und jetzt gucken wir mal. Der sympathische Betreiber war auch noch da. Und mal gucken, da ist er. Das ist der Herr, der uns hier freundlich aufgenommen hat. Wie heißt du nochmal? Ja, schönen guten Morgen. Ich bin der Steffen Schmidt und betreibe jetzt diesen Stellplatz schon seit etwa 10 bis 12 Jahren. Und wir freuen uns wachsender Beliebtheit, wie man ja auf dem Bild sehr gut sehen kann. Warum soll man sich auch nicht wohlfühlen? Es ist schöner wie im Urlaub bei uns.
und man kann seinen Aufenthalt so lange ausdehnen, wie man möchte und bezahlt. Wunderbar. Aber jetzt hast du eben noch was erzählt von wegen euer neues Projekt Wohnmobil für Klimaschutz. Ich gucke mir das mal eben hier an. Da ist der Flyer da oben. Das habe ich noch nie gehört. Was hat es damit auf sich? Das hat da die Bedeutung, wir wollen etwas für Klimaschutz tun, wie es da ja steht. Mhm. Also haben wir uns gedacht, der Wohnmobilist, der Aktive, fährt so etwa 6.000, 7.000 Kilometer im Jahr. Also richten wir unseren Jahresbeitrag für diesen neuen Verein nach der gefahrenen Kilometer. Pro Kilometer dachten wir uns 1 Cent. Diese Summe, 50, 60, 70 Euro im Jahr etwa, werden direkt gespendet an Forstämter, BUND oder ähnliche Veranstalter, die sich um die Aufforstung oder Pflege von Waldflächen oder Baumflächen kümmern, um eben Bäume für Klimaschutz zu pflanzen und dementsprechend uns allen wieder was Gutes zu tun. So, schönes Projekt. www.wohnmobil-für-klimaschutz.de, da erfahrt ihr alles Weitere. So, das war mein Eindruck, war prima hier. Was haben wir noch zu erzählen hier? Ja, wir sind total dicht an der Stadt mit der Bahn. Wie viele Minuten waren das? 12 Minuten. 12 Minuten. Und was immer ganz wichtig, große Frage immer, habt ihr überhaupt offen? Natürlich, wir sind immer da. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Wunderbar. Alles klar. Rausfahren kann man jederzeit, so lange, so viel wie man will. Uns hat Spaß gemacht, für mich war es eine Freude. Ich komme gern wieder, alles klar, vielen Dank. Danke. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss. Yeah.